Jetzt geht's aber auch wirklich los. Ja, er war beim Friseur. Was? Nein, ich war nicht beim Friseur. Ich habe mir selbst die Haare geschnitten. Ja, zum Teil. Leider ja. Weil. Weil die Friseurin doof war. Musst du zugeben. Also, ich fand sie jetzt nicht. Also, Also, das weiß ich nicht, ihren wie Job viel hat sie sie. doof gemacht. Danke übrigens, dass deine magische Hand da jetzt gerade ein bisschen drin rumgeholfen hat. Ich sehe es gerade. Ich doch auch. Ja, also, wir spielen jetzt Professor Layton vs. Phoenix Wright, die wirklich allerletzte Aufnahme. Und da Mark nicht da ist, weil er nicht kann, machen wir das Nein. heute. Nein, das machen wir natürlich nicht. Keine falschen Hoffnungen. Wir spielen Triforce Heroes. Nein, wir sind zu Wir zweit. spielen Mario Maker. Nein. Oh. Mario Maker ist cool. Da könnte man Nein. Maps racen. So. Sachen. Wir könnten ja Pokémon Sonne spielen. Nein. Ja, okay, wir Ja. spielen das hier. Ja. Ja! Mensch, mir wurde gesagt, nee, da steht im Chat, meine Frisur steht mir echt gut. Ja, kurze Haare stehen ja auch recht gut. Der Pony ist nur ein bisschen sehr Scheiße. gerade geworden. Ja, ich finde auch. Also, ich habe jetzt schon ein bisschen was versucht dran zu ändern. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es reicht dafür. Perfekt ist nicht, aber egal. Oh, ich hatte ja eigentlich gehofft gehabt bei meiner Friseuse, also beziehungsweise ich habe von einer der beiden, die da waren, gewusst, wo ist eigentlich mein, ach hier, der ist noch, Dass die eine der eine steckt, Azubi ist. genau, und die habe ich nicht bekommen und, Also, die andere hätte auch theoretisch eine Azubi sein können. ja, hat sie, ah, das wusste ich nicht, vielleicht war das sogar so. Ich habe es vermutet, sagen wir mal so. Ich weiß es nicht. Ich frage das nächste Mal danach, wenn ich nicht mehr dorthin gehe. Ja, also es ist halt wirklich echt nicht professionell geschnitten. Ja. Ja, vor allem, hier sind irgendwie an Hier den sind Seiten einzelne solche. Strähnen, die so total Ja, rausdrehen. auch so eine Kotelettenstückchen hier an Ja, der Seite, eben, die das sind ist. so. Ja, und ich meine. Die sind einfach da gelassen Ja, und die worden. sind auch Das einfach, das ist ist so. mir voll Das. aufgefallen Das. beim Schnitt. Ja, Egal. eben. Aber gut, wir reden jetzt am besten nicht über Friseusen und Friseure und Frisoletten, Ja. sondern machen weiter im Vorführraum. Wie du da an mir rumfummelst. Ja. wer war noch mal derjenige, der das spricht? Wir haben gesagt, das spricht Luke. Luke spricht das. Ja. Ja. Der Film läuft ganz wunderbar bis zur Kussszene als finalem Höhepunkt. Sie wurde seltsamerweise herausgeschnitten. Jemand scheint den Kuss gestohlen zu haben. So Den spricht er doch letzten. nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie der. Wie ich den sprechen soll, weil ich bin nicht Mark. Ich kann das nicht. Mark! Ja. Mark, komm her. Wir haben keinen Mark. Mr. Rektor, der Regisseur ist völlig schockiert. Ich krieg das nicht hin. Ich sag dir das. Ich finde es ja auch lustig, im Synchronisieren wird ja oft vom kleinen Jungen ist die Synchronsprache, ist eine Es sind meistens Synchronsprecherin. Frauen, ja. Ja. Mr. Rector, der Regisseur, ist völlig schockiert vom abrupten Ende der Vorführung. Währenddessen bittet Bernhard Catriel und Co. in diesem Fall zur Mitte. Ich glaube, Mark hat den immer ein bisschen so mit dem Ha gesprochen. Also mit so einem Hauchen in der Stimme. Vielleicht muss ich das nur nachmachen und dann geht es. Soll ich ihn mal ansprechen hier? Nee, du sprichst bitte den Vogel an. Den Vogel! Den Den Vogel! Vogel! Den Vogel! Potti will einen Keks! Polly! Polly will einen. Was? Sie. Oh, schau mal, Miss Layton. Da ist ein Vogel im Käfig. Ich glaube, das ist ein B.O. Ein B.O.? Ein Bio. Bio. Bio, Bio, der, ich glaube, Ein der ist Bio. Biovogel. Ich glaube, der ist Bio.
Wollen wir mal hoffen, dass er nicht so vogelwild ist wie gewisse andere Leute in diesem Raum. Was heißt vogelwild? Dios können doch auch sprechen, oder nicht? Ja, das stimmt. Ich könnte wetten, dass er alles Mögliche sagen kann. Nicht wahr, Mr. Rollins? Ja, ich habe dem Schnabeltier ein paar Worte beigebracht. Warum stellst du dich nicht vor, Schnabeltier? Mach schon, sag Hallo. Ich bin hier, du bist hier. Schnabeltier! Alles gut bei dir? Nein. Hallo, ich bin das Schnabeltier. Aber Schnabel bin ein Tier. Ah, das ist ein wirklich Schnabeltier. Und er reimt es auch noch. Ja, ich finde Schnabeltier toll. Ja, Deponia steht schon drin. Deponia! Deponia Fangirl. Wollt ihr ein Bier, Schnabeltier? Nein. Er kann ja wirklich sprechen. Na und? Beos können nun mal sprechen, aber sprechende Hunde, das ist mal was Ausgefallenes. Hätten Sie was dagegen, wenn wir auch mal versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas zu sagen? Nein, machen Sie nur. Er ist ziemlich schlau. Wahrscheinlich spricht er auch mit Ihnen. Oh, wunderbar. Na komm, Miss, versuchen wir es. Das wird ein Brüller. Schnabeltier flieht. Okay. Okay, nochmal. Rätsel! Rätsel! Nein. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Dein Atem riecht nach... Schnabeltier! Oh Mann. Das war der Vogel, oder? Ja. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Er ist sehr höflich, nicht wahr? Schau, warum versuchst du nicht mal mit ihm zu sprechen? Vielleicht versteht ihr einander ja. Ja, sprichtest du etwas Swahili, nur weil du auch ein Mensch bist? Ich spreche nur Hund, nicht Vogel. Ist das so? Das hast du mir bisher aber verschwiegen. Du hast mir ja auch nie gesagt, ob du Swahili sprichst. Der Punkt ist einfach, dass ich bisher nur sehr wenige Menschen getroffen habe, die verstehen, was ich sage. Vielleicht gibt es aber da draußen ein paar Vögel oder Katzen, die mich auch verstehen können. Aber falls es sie gibt, sind sie mir bisher noch nicht begegnet. Mir war gar nicht bewusst, dass es alle möglichen Einschränkungen für das gibt, was du kannst oder nicht kannst. Was für eine Enttäuschung. Du bist. Ja, aber sicher. Ich bin ja so eine Enttäuschung, weil sprechende Hunde sowas Gewöhnliches sind. Naja, ich schätze, dann werde ich selbst mit dem Vogel sprechen müssen. Also, Schnabeltier. Schnabeltier. Also, Schnabeltier. Hast du den Filmdieb gesehen? Mein Bauch ist dick und schwabbelt hier, Schnabeltier. Warum nicht? Warum nicht? Pö. 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 Die Eierhode, Penner. Oh, das ist was anderes. Falscher Let's Player. Filmdieb. Dieb gesehen, Dieb gesehen. Bots Blitz, wirklich? Wer war es? Wer war es? Wer war es? Nicht schlau, nicht schlau. Ja, wer war es? Ich glaube, wir kommen nicht weiter hier. Ich doch. Ich glaube, wir kommen nicht weiter hier. Schnabeltier. Er war es! Er war es! Ernest! War das natürlich nicht! Natürlich nicht! Natürlich nicht! Haha! Wer ist jetzt ein Schlaumeier? Wer ist jetzt ein Schlaumeier? Meine Güte, jetzt ist er auch noch witzig. Erstaunlich! Ja, zum Totlachen!
Ich hätte es Ihnen ja gesagt. Ich hatte es Ihnen ja gesagt, das Schnabeltier ist ziemlich schlau. Ein echtes Genie. Na gut, Schnabeltier. Wenn du so schlau bist, verstehst du bestimmt auch, wenn ich dir erkläre, was ich mit dir anstelle. Falls du nicht dich nochmal über mich lustig machst. Ah, ruf den Tierschutz! Ruf den Tierschutz! Miss Layton, denk daran, es ist nur ein Vogel. Er mag wie ein Mensch sprechen, aber wir können ihn nicht wie einen behandeln. Moment, was würde sie mit einem Menschen machen? Schnabeltier hat Hunger! Schnabeltier hat Hunger! Popcorn! Popcorn! Oh oh, ich habe da eine böse Ahnung. Bitte, bitte lass es funktionieren irgendwie. Tut mir leid, Schnabeltier. Nee. Tut mir leid, Schnabeltier. Bei uns ist das Popcorn ausgegangen. Oh. Ja, aber sicher. Was ist denn, Miss? Hast du die Nuss geknackt? Bist du schon zum Kern des Falls vorgedrungen? Haben die jetzt versucht, der Mais mit Nuss zu übersetzen? Der ist bestimmt mit dir verwandt. Wieso? Mit seinen Wortwitzen. Ja, und die waren ja nicht mal auf Popcorn bezogen. Ich glaube, das ist eher sowas für andere Sprachen. Nein, zu etwas sehr viel Wichtigeren. Ach, im Ernst? Ja, zum Popcorn. Auf zum Popcorn. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ja die ganze Zeit schon Durian Popcorn probieren wollte. Ich wusste es. Fertig. Du hast deinen Hinweis gefunden, Beo. Rollins ist ganz fanat in seinem Beo-Namen Schnabeltier. Und er nimmt ihn in einem Käfig mit zur Arbeit. Der Vogel kann sprechen, aber es ist nicht ganz klar, ob er auch versteht, was Menschen sagen. Dann würde ich sagen. Wir müssen noch irgendwie. Wir können noch mit Rollins? Ja, mit Rollins. Oh, ein Rätsel! Warte, Gott, ich muss noch schnell. Warte. Ich muss jetzt auf den Pecken. Rätsel. Entschuldigen Sie bitte, Herr Rollins. Aber könnten Sie uns sagen, was Sie heute während der Vorführung gemacht haben? Wenn Sie wollen, dass ich mit Ihnen spreche, müssen Sie mir erst bei der Lösung dieses Rätsels helfen. Was für ein unkooperativer Typ. Es geht hier um eine Kussszene. Dreifacher Alarm. Ja, übrigens hatten wir uns jetzt geeinigt, dass es 15 zu 15 ist. Was? 15 zu 15? Ich dachte 14 zu 14, oder waren es schon 15? Waren schon 15. Es ist 15 zu 15. Echt jetzt? Ja. Sicher? Hatten wir uns geeinigt. In der letzten Aufnahme? Weil danach fällt mir nichts mehr ein. Wir hatten es nach der Aufnahme geklärt. Dann erhebe ich Einspruch. Wieso stand das? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Natürlich. Wirklich jetzt? Ich bin sehr vergesslich, also wirklich jetzt? Und worum ging's? Na, die sind allen mit den japanischen Schriftzeichen und so. Ich dachte, das machen... ich weiß auch nicht mehr. Dann halt nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist doch dumm, ich vergesse Sachen. In einer völlig dunklen Truhe gibt es drei verschiedene Alarme. Einer reagiert auf Geräusche, der zweite auf Licht und der dritte auf Vibration. Drei verschiedene Alarme. Warte mal, ich muss das erstmal verarbeiten. Mhm. Es gibt drei Knöpfe, die jeweils einen dieser Effekte erzeugen. Du musst alle drei Alarme auslösen und dabei möglichst wenig Knöpfe drücken. Wähle alle Knöpfe aus, die gedrückt werden müssen. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Lass dich, wenn du richtig fliegst. Ich fliege falsch. Sache war ich wohl nicht ganz gewachsen, was? Aber Moment. Nochmal. Oh. Gut, du auch. Will ich auch, habe ich denselben Fehler gemacht? Gibt es drei verschiedene Alarme? Nö. Moment, eine reagiert was? Was hast du jetzt probiert? Egal.
Ich will es gar nicht wissen. Du sollst es auch gar nicht wissen. Aber das ist jetzt voll gemein. Hier wird halt einfach alles durchprobiert. Also, warte. Hab ich gar nicht. Ich hab, alle drei Alarme. Ich hatte eine Begründung dafür. Dritte auf Vibration, zweite auf Licht. Und Geräusche. Jetzt ist aber gut hier. Also das ist unfair. Was? Nee, das war eine Begründung. Wieder, ja, aber immer wieder, also jetzt so. Ja, aber das war mit Begründung. Dann schreib sie in die Notizfunktion. Was? Wieso? Das war mit Begründung. Ich habe probiert mit Ton und Licht, weil wenn ich einen Ton mache... Ich hab's. Ich hab das Gefühl, dass vielleicht eine echte Erleichterung... Das ist so, ja. Ich war Erster. Ja, aber ich... Und ich habe mehr Punkte bekommen. Natürlich, weil das Licht löst den Alarm aus, der macht ein Geräusch. Aber warum Vibration? Oder ist die... Oder was für ein Alarm ist? Ein Wecker. Ah. Woher soll man das denn wissen? Ich habe halt gedacht, man macht Ton und Licht. Mhm. Weil wenn man einen Ton macht, erzeugt man vielleicht auch eine Vibration. Die Vibrationen der Geräusche? Ja, habe ich halt auch eben gedacht. Ich habe gedacht, okay, Licht kannst du jetzt nicht unbedingt voneinander abhängig machen, Licht und Sound. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, Sound und Licht. Und Licht halt, ein Sound kann dann halt Vibrationen der Geräusche eben haben. Oh, hier. Schon das erste Mal, ich habe eine neue Funktion in meinen... Ja, aber ist ja wohl... Diese Nachricht wurde zur Überprüfung zurückgehalten. Anzeigen.